So, willkommen beim neuen Part Pokémon Pearl. Heute schauen wir uns die Sotia an. Und zwar, ich habe noch was Neues für euch geplant. Und zwar habe ich was Neues hier eingeführt in diesem Let's Play. Ich hoffe, es kommt euch gut an. Und zwar ist das eine ziemlich große... Scheiße! Ja, ich habe jetzt sogenannte F-Tasten und immer wenn ich was sagen will, zum Beispiel... Scheiße! Dann tippe ich einfach die entsprechende Taste. So, aber hier ist erstmal ein Trainer. Ich bin ein Schatzsucher. Heute ist die Beute ein Sieg gegen dich. Aha, glaubst du das wirklich? Dann zeig mir mal deine verdammt nochmal. Deine verdammt nochmal. Pokémon. Ja, zeig mir verdammt nochmal deine. Pokémon. Okay. Er schickt einen Bronzel in den Kampf. Okay, mein Kampffalke, der kann dieses Bronzel leider nicht bekämpfen. Das heißt, ich muss mein Pokémon austauschen lassen. Und zwar werde ich zu Waterloo wechseln. Okay, Waterloo zurück, Kampffalke zurück in den Ball. Das war ein Befehl! Oh Gott, oh Gott. Nicht selbst verletzen, nicht selbst verletzen. Nein, nein, nein. Nicht selbst verletzen. Gut, ich muss erst eine Attacke starten, damit es sich selbst verletzen kann, ne? Ist logisch, ne? Okay, jetzt da. Greif an! Befehl! Jawohl, sehr gut. Alles klar, das war's für Bronzel. Vielleicht sollte ich diese F-Tasten nicht ständig benutzen, sonst wird es auch langsam langweilig. Dann sage ich irgendwann, dann sagt ihr irgendwann mal zu den F-Tasten. Nerv nicht! Ne, und so. Ein Bronzel, okay. Quatsch, Bronzel. Schilterus, nein, meine ich natürlich. Mann, ich bin mir ein bisschen verplant. Das heißt, ja, ich habe mir nebenzu die ganzen Befehle hier aufgeschrieben. Und schaue nach, ob ich immer so einen Befehl geben kann mit der F-Taste. Das war ein Befehl! Zum Beispiel. Bist du immer noch verwirrt? Ich habe gerade nicht darauf geachtet. Greif an! Na los! Oh nein, er hat sich selbst verletzt. Das Verrat ist ein bisschen leise, ne? Muss ich ein bisschen lauter stellen. Also wie gesagt, das ist nur die Testphase, ne? Wenn euch das gefällt, dann lasst es mich wissen. Ohne jetzt Like-Guy sein zu wollen. Schreibt einfach einen Kommentar, ihr müsst es nicht liken zwingend. Oder ihr könnt auch gar nichts machen, wenn ihr Lust habt. Ja. Okay, Musik ist weg. Jetzt ist sie wieder da. Sehr gut. Alles klar, Level up für Waterloo, Level 29. Ich kann nicht gewinnen, du bist einfach eine Nummer zu groß. Ja, ich habe auch einfach stärkere Pokémon als du. Alles klar, oben ist nichts. Wir könnten aber mal schauen, was für Pokémon es hier gibt, ne? Gut, taucht hier irgendein Pokémon auf? Mann, die Pokémon sind wohl sehr schüchtern gerade. Na, es kommt schon! Tauch endlich auf! Ich will hier irgendein Pokémon haben. Verdammt, ich meine natürlich, ich will hier irgendein Pokémon haben, ne? Die sind alle schüchtern, die sind wohl auf der Party oder sowas. Das ist total... Scheiße! Scheiße! Naja gut, ich kann währenddessen über was anderes reden. Ich habe noch ein paar andere Sounds drin, wie zum Beispiel den hier. Halt, stopp! Oder den hier. Als Maulidiot! Dann habe ich noch den hier. Surprise, Motherfucker! Oh, da taucht ein Pokémon auf. Und immer wenn ein weibliches Pokémon auftaucht, kann ich Folgendes sagen. Du Schlampe! Ein Ponyta. Schön, dass die Ponytas auftauchen.
Nope. Doch, das ist sehr schön. Nope. Doch. Nope. Doch. Nope. Nope. Okay, dann eben nicht. Nee, ich fliege einfach. Ne? Ich wollte nur noch schauen, was es hier für Pokémon gibt. Alles klar, hier ist ein weiterer Trainer. Na, komm. Hau doch nicht ab von mir. Hier ist ein Ball. Kevin hat Äther gefunden. Yay. Na, willst du nicht kämpfen? Zwischendurch gehe ich auch langsamer. Ich bin doch auch nur ein Mensch. Ja, das stimmt. Oder nein, ich glaube, du bist eher ein Pokémon. So, hier ist ein Trainer. Was dir angetan wurde, das füge auch den anderen zu. Der Gegenstoß. Das ist gut für Pokémon-Kämpfe, aber im wirklichen Leben, da würden die Kämpfe kein Ende nehmen, so viel steht fest. Gegenstoß, eine gute Unlichtattacke. Verwende sie nach der Aktion eines anderen und die Kraft wird verdoppelt. Nein, du hast es mir schon erzählt. So. Okay, hier ist die Brücke, gehen wir rüber. Ah, ich kriege hier versteckte Items. Hm, da ist ein Item, total, in der Tat. Und zwar genau dort. Honig! Alles klar, und ist hier noch irgendwas? Ja, da ist ein Zerschneiderbusch, da unter uns ist ein Trainer unter der Brücke. Er möchte wohl kämpfen. Okay. Der Baum sieht aus, als ob er zerschnitten werden könnte. Möchte ich den Zerschneider einsetzen? Ja. Okay, Hassbüro. Zerstöre diesen Busch und... Was ist hier? Oh, hier ist ein Trainer. Und hier ist auch ein Item. Du sagst, ich wäre eingedöst. Das habe ich nur vorgetäuscht. Ja! Als Maulidiot! Alles klar, was für ein Pokémon setzt er jetzt ein? Ein Mediti? Ein Psycho-Kampf-Pokémon? Das müsste kein Problem für unser Pokémon. Denn wir haben den Typenvorteil. Alles klar, Flügelschlag, das müsste ein One-Hit-Kill sein. Denn diese Attacke ist sehr effektiv. Gut, was kommt als nächstes für ein Pokémon? Ach, hallo, ein weiteres Kampf. Pokémon. Da werde ich natürlich nicht wechseln. Es kann auch sein, dass die Sounds ein bisschen zu leise sind, ne? Wegen der Musik. Ich glaube, die Musik ist auch ein bisschen zu laut für die Sounds. Also, wie gesagt, es ist nur eine Beta-Part mit F-Tasten. Eine Testphase, wenn man es so möchte. Wenn ihr es nicht wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Unser Pokémon lernt Aeroas. Ich werde es, glaube ich, im nächsten Part auch noch machen und dann vielleicht wieder abschaffen. Oder wenn es euch begeistert, diese F-Tasten, dann werde ich natürlich beibehalten. Das dient hier gerade nur als kleiner Joke. Okay, unser Pokémon kann jetzt jedes Pokémon angreifen und zwar mit einer 100%igen Treffergenauigkeit, denn Aeroas trifft immer. Ah, ein weiteres Mediti. Mann, das ist langweilig. Nerv nicht! Okay, sehr gut. Das war auch schon für das Mediti. Glucks. Und hier ist ein weiteres Item. Eine Fausttafel. Auf der erhaltenen Tafel ist eine Inschrift eingraviert. Um Zeit und Raum miteinander zu vereinen, wurden drei Wesen geboren. Kevin verstaut Fausttafel in die Itemstasche. Boah, das ist bestimmt so eine riesige Tafel. Wie soll die in einem einfachen Beutel reinpassen? Naja, Logik im Pokémon.
Gut. Haben wir gegen dich schon gekämpft? Nope. Ich meine... Nope. Bewundere die Stärke der Attacke meines Kampf-Pokémon. Ich meine Kampf-Pokémon. Okay, was hat er denn? Glibunkel. Ja, das sollte auch kein Problem für unser Pokémon sein. Wir haben, wie gesagt, gegen Kampf-Pokémon den Typenvorteil mit Flug-Pokémon. Okay, und jetzt greift dieses Glibunkel mit einer Eros-Attacke an. Das war ein Befehl! Alles klar, und jetzt gib mir dein Geld. Und zwar... Oh, sofort hört man gar nicht. Hört ihr das? Das hört man echt nicht. Den muss ich entweder lauter machen oder komplett wegtun. Genauso wie... Verrat ist auch viel zu leise. Oh komm, meine B-Taste sparkt. Deswegen kann ich nicht so rennen. Also nicht so schnell, nicht so gut, sagen wir es mal so. Nicht so gut rennen. Nicht so schnell und nicht so gut rennen. Und hier sind Bären. Alles klärchen. Die schnappen wir uns natürlich sofort. Zwei Pirsifbären. Endlich mal zwei Bären auf einem Strauch. Und nicht nur eine. Und hier sind Mordbären. Das müsste eine Riegelzutat sein. Oder eine Kochzutat. In diesem Spiel tut man ja keine Riegel machen, sondern man kocht. Man kocht so Suppen. Oder man kocht vor Wut. Und kocht sich dann Suppen, während man vor Wut kocht. Wieder ein Ponita. Okay, ich werde nicht gegen dich kämpfen. Du Schlampe! Das kannst du schon mal vergessen. Mach's gut! Alles klar, was ist das für ein Item? Ich glaube, es ist eine TM. Nein, nur ein Megablock, verdammt. Megablock habe ich noch nie benutzt. Seit ich, ja, kann sein, dass ich es ein paar Mal testweise benutzt habe. Aber wirklich im Einsatz, also wirklich im Einsatz hat es mir noch nie was gebracht. Die Megablock Item. Seitdem, wie lange spiele ich schon Pokémon? Boah. Wann habe ich angefangen, Pokémon zu spielen? 2001. Jetzt haben wir 2014. Ja, 13 Jahre Pokémon spiel schon. Und ich habe noch nie intensiv Megablocks benutzt. Hier ist ein Trainer, der schleicht sich ganz fies von hinten an. Jeder vergossene Schweißtropfen macht mich nur stärker. Okay. Schwarzgurt Marek. Marek. Okay, bitte kein Marek. Marek wäre noch blöder, da habe ich ein Problem. Denn der mischt sein Deck immer so gut. Zu gut. Viel zu gut mischt er seine Decks. Der Marek ist da. Alles klärchen. Dieses Glibunkel mache ich fertig mit, ja, wie jedes Kampf-Pokémon bis jetzt, mit Aeoras. Oder mit auch einer anderen Flugattacke. Egal, wie welche Attacke du einsetzt, mein Pokémon wird immer treffen. Und du wirst nicht einmal zu deinem Zug kommen. Alles klar, was kommt als nächstes? Was kommt als nächstes für ein Pokémon? Macholo schon wieder. Ach, wie einfallsreich. Ein weiteres Macholo, da kann ich nur sagen... Moment! Scheiße! Nein, nicht das, sondern... Nerv nicht! Genau. Macholo wollte gerne mit einem Fußkick angreifen, aber mein Kampf hat gesagt dagegen... Nope! Okay. So, das Mility, das hat heute Geburtstag. Also sagen wir mal zu Mility. Surprise, Motherfucker. So.
So, hier, die kriegst du geschenkt. Geschenkt. Ja, geschenkt. Ah, diese Scanner-Abwehr ist total nutzlos. Damit kann man nur Attacken wie Fliegen oder Schaufel abwehren, aber eine Attacke, die Einzug braucht, sollte man in der Regel mit Scanner nur abwehren, wenn es wirklich einen Sinn dann, wenn man wirklich dann einen Gewinn dadurch erzielt. The prize, motherfucker. So, das ist das Geschenk. The prize, the prize, the prize, motherfucker. Und das war's für Mility. Und wir haben Marik Ishtar geschlagen, auch wenn ich es kaum glauben kann, aber eine Niederlage ist eine Niederlage. Huge, oh Gott, die Route geht ja noch weiter. Ah, ich mag die Route nicht. Was für ein schönes Wetter heute übrigens, ne? Versteckte Items! Ich rieche versteckte Items! Ich will sie alle haben! Ich will nicht alle 719 Pokémon haben, sondern ich will alle Items. Ich glaube, diesen Joke hatten wir schon mal. Und da habe ich gesagt, es gibt 720 Pokémon, aber ich habe mich geirrt, es gibt nur 719 Pokémon. Soweit sind wir noch nicht, auch bei unten bei der 720. Kadabra. Sieht man auch nicht alle Tage und das wild. Soll ich das einfangen? Kadabra ist schon interesting, muss ich sagen. Kadabra. Soll ich es Fang und Fortune nennen? Nee. Also was? Ich benenne hier keine weiteren Rapper mehr. Entertainment reicht schon. Da muss ich kein Fortune in mein Team nehmen. Gut, Level Up für unseren Kampffalken. Level 30. Ah nein, Quatsch, Level 29. Mann, oh Mann, ich bin hier ein bisschen verpeilt. Ich schaue nebenzu auf meine Notiz und schaue immer nach, welche F-Taste ich gerade drücken kann. Oder drücken könnte. Deswegen bin ich manchmal so perplex 23. Mann, ich habe zu viel JPB gesehen. Deswegen schaue ich jetzt, deswegen rede ich jetzt lauter Rappernamen hier in diesem Let's Play. Entertainment hat man schon, Perplex 23 hat man schon, Fortune haben wir jetzt auch. Was kommt als nächstes? Okay. Aspiro, setzt der Schneider ein. Hoffentlich ist es eine gute TM. Oder hoffen wir mal, dass es überhaupt eine TM ist. Und TM Toxin. Nein, Schockwelle. Ich habe mir schon gedacht, dass es eine TM ist. Aber Schockwelle könnte ich Luxtra beibringen. Ich glaube, das bringe ich ihnen auch temporär mal bei. Die Attacke werden wir später verlernen. Schockwelle. So, Haspiro kann Schockwelle? So ein kleiner Hase greift mit Blitzen an? Ernsthaft? Okay. Gut, dann bringen wir jetzt einmal Frau Löwe Blitz bei. Schockwelle meine ich natürlich. So, verlieren wir schnell Brüller. Du Schlampe! Ich meine, verlieren Sie. Ich muss Frau Löwe siezen. Lernen Sie mal die Attacke Schockwelle, Frau Löwe. Vielen Dank, dass Sie jetzt sich für die Attacke Schockwelle entschieden haben. Für den Einsatz einer weiteren Elektroattacke erhalten Sie gratis eine Regentanzattacke. Joggen ist sehr gesund, aber man sollte es auch nicht übertreiben. Alles klärchen. Und da ist ein Item. Nochmal eine TM. Hyperstrahl! Ja. Mann, ist das... Scheiße! Dass es keine TM ist? Naja. Und hier ist... zwei Trainerinnen. Ich kämpfe gegen alle. Auf diese Weise werde ich besser. Ach. Moment. Ach! Du Schlampe! Ja! Ich will zur Herausforderung in die Schlaiede Arena, aber zuerst. Du Schlampe!
Astrainer Klaus und Ast... Oh, einer ist ein Mann. Verdammt. Sehen beide aus wie Frauen. Naja, gut. Dann sind eben beide irgendwie... ich weiß nicht. Irgendwas zwischen Mann und Frau. Neutrum. Beide sind Neutrum. Also weder Mann noch Frau. Sie sind gar nichts. Sie sind Gegenstände. Sie sind vergleichbar mit einem Stift. Ja. Okay, greifen wir... Oh Gott. Pampyro. Greifen wir Charmian mit einer Funkensprungattacke. Ah nein, die neue Attacke. Wir testen auch hier neue Attacken hier. Unglaublich hier. Schockwelle auf Charmian trifft auf jeden Fall immer. Ähnlich wie Aeoras. Und mit Blubstrahl greifen wir Pampyro an. Von diesen beiden Neutrums. Gut, Pampyro greift mit Tempohieb an. Tempohieb trifft immer zuerst. Okay, fast immer, wenn der Gegner Rumpzukieb oder so benutzt, dann ist es wieder von Initiativwert abhängig. Alles klar, den Feuerstarter, die Entwicklung vom Feuerstarter von Sinnoh hätten wir erledigt. Und was kommt als nächstes? Achso, die haben keine zwei anderen Pokémon mehr. Na gut, dann haben beide nur ein Pokémon. Ist es nicht ein bisschen langweilig? Hm, naja, gut. Schockwelle. Kaboom. Wir haben ihm gerade mal die Hälfte seiner KP abgezogen. Das ist viel zu wenig. Frau Löwe, Sie müssen härter trainieren. Oh, Sie haben doch noch weitere Pokémon. Gyarados. Ein perfektes Opfer für Frau Löwe. Okay, Frau Löwe, greifen Sie mal mit Schockwelle dieses Gyarados an. Das war ein Befehl! Und Waterloo, Blobstrahl auf Charmian. Okay, Charmian ist schon mal erledigt. Und jetzt greif, Frau Löwe, greif endlich an und zwar... viel zu leise. So, jetzt mache ich mal den Songtext zur Musik. Alles klar, Kadabra, ein weiteres Kadabra. Bis... Frau Löwe, greifen Sie mit Kadabra, greifen Sie mit Kadabra Biss an, ja. Nein, greifen Sie mit Biss Kadabra an. Und... Halt, warte, jetzt habe ich... Was? Gyarados hat überlebt? Jetzt sehe ich es erst. Na gut, Schnabel. Gyarados hat eben noch ein paar KP. Gut, Kadabra ist schneller. Kadabra hat nur einen Initiativwert. Frau Löwe, nein! Ich bin von Ihrer Inkompetenz erschüttert. Warum musstest du sterben? Du Schlampe! Das ist nicht gut. Das ist total... Scheiße! Okay, ich muss Reserve für Frau Löwe in den Kampf schicken. Denn Frau Löwe hat versagt. Ah, okay. Petersdom. Alles klärchen. Hypnose auf Kadabra und Blubstrahl auf Kadabra. Kadabra ist ja eh der einzige Gegner, der noch auf dem Feld ist. Gut, Wunderauge ist, glaube ich, eine Attacke, die es dem Anwender erlaubt, die nächste Attacke 100% genau zu machen. Ha, ich schlafe mal eine Runde. Genau, ich brauche noch einen Sound, du Wichser. Den mache ich doch. Ich hole mir jetzt noch einen Sound, du Wichser, vom Engelschirmen Kids. Den baue ich dann im nächsten Part als eine F-Taste ein und tue, glaube ich, Verrat raus. Oder sofort tue ich raus. Sofort ist, glaube ich, nicht so lustig. Oder was meint ihr? Ist das witzig? Ich meine, man hört ja kaum... Man hört die zwei Sounds kaum, ne? Nope. Da ist das andere völlig... Da ist das... das war ein Befehl. Viel lauter. Nope. Doch. Nope. Doch. Nope. Nope. Na gut, dann eben nicht. Das war ein Befehl! Das ist viel lauter als...
Nope. Doch, verdammt nochmal. Egal. Gut, wir haben beide Trainer geschlagen. Du hast den Kampf gewonnen, aber wir haben beide an Erfahrung gewonnen. Du hast meine Zuversicht erschüttert. Gut, und das war's auch für diese Route. Oh, hier sind noch Bären. Oh, schön. Ich mag Bären. Das ist eine Wikibeere. Möchtest du sie pflücken? Natürlich. Nein, ich möchte sie da liegen lassen. So, und was finden wir hier? Eine Magobeere. Möchtest du sie pflücken? Natürlich. Der Boden wird wieder weich. Nope. Okay, hier ist der das Tor zur nächsten Stadt, Schlaede. Ich wollte nach Elysis, aber einige Pokémon haben mir den Weg versperrt. Ja, das war Entertainment mit seinen Homies. Mit seinen Enten-Homies. Gut, wir sind in Schlaede und im nächsten Part schauen wir uns die Stadt an. Also, bis zum nächsten Part und ich hoffe, dieser Part kam einigermaßen gut bei euch an mit diesen ganzen F-Tasten. Ich gehe einfach einmal nochmal durch zum Schluss. Also, wir haben zur Auswahl F1. Halt, stopp! F2. Als Maulidiot! F3. Surprise, Motherfucker! F4. Du Schlampe! F5. Nope! F6. Das war ein Befehl! F7. Hört man kaum. F8. Hört man ebenfalls kaum. F9. Scheiße! F10. Und F11. Pokémon. Und auf F12 habe ich noch keine belegt. Also, falls ihr auch andere Vorschläge habt für Sounds, dann könnt ihr es mir auch schreiben. Ich werde sie dann gerne einbauen für die nächste Aufnahme. Ja, also bis dorthin. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Also, macht's gut, euer Jan Kelpe. Ciao.